The Undead Nightmare. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption Undead Nightmare. Das, was ihr hier alles gerade hört, das ist leider nicht live kommentiert, es ist leider nur ein Commentary über dieses Gameplay hier von Red Dead Redemption Undead Nightmare. Eigentlich ist es live gewesen, aber dann ist mir Audacity abgeschissen und ja, Audacity hat das wirklich sehr gerne und macht es auch wirklich sehr gerne, dass es einfach mal abstürzt und die Datei, die man gerade gesprochen hat, ja, die versenkt sich leider im Wasser. Und jetzt sind wir hier gerade auf der Suche nach dem legendären Chupacabra. Das kann man erst finden, wenn man die zwei untoten Bären erledigt hat mit einer Fackel und die drei Pumas erledigt hat mit einer Fackel. Und das habe ich wirklich jetzt geschafft. Und ja, ich habe mir die beste Mühe gegeben, das Chupacabra zu finden. Und wir haben es schlussendlich auch gefunden. Ich habe natürlich auch ein bisschen im Internet nachgestochert, damit ich nicht erst noch 10 Stunden lang oder so suchen muss. Und ja, es ist eigentlich sehr leicht zu finden und es ist in der Nähe von Los Hermanos oder so heißt das ungefähr. Und da schwirrt das Viech in der Gegend oftmals eigentlich rum, aber es ist nicht immer zu 100% garantiert, dass man es da auch finden kann. Und ja, wir haben es auf jeden Fall gefunden und jetzt mache ich mich auf jeden Fall auf die Suche nach dem legendären Einhorn. Ja, das Einhorn ist auch eins der... keines der apokalyptischen Pferde, sondern das Einhorn ist so mit ganz vielen Schmetterlingen umgeben und so und zieht auch einen Regenbogen hinter sich. Aber man geht mit diesem Pferd keinen Blutpakt ein. Das heißt, wenn man es einmal verloren hat, ja, dann muss man es irgendwann wiederfinden. Also man kann es wohl öfters auch finden, aber wenn es einmal stirbt, dann ist es tot und ihr müsst erstmal ein neues finden. Und das ist ein bisschen, ja, ein bisschen nervig. Und hier im blauen Kreis haben wir das Chupacabra gefunden. Es ist eine Mischung aus... Ja, bildet euch mal auf jeden Fall eure eigene Meinung dazu, ihr werdet es gleich sehen. Hier habe ich meine Fackel rausgeholt, damit man es auch gut sehen kann, aber hat nicht wirklich viel gebracht. Und da ganz rechts, da könnt ihr es jetzt sehen und es rennt auch schon direkt auf uns zu. Ich habe natürlich am Anfang direkt versucht, es mit einem Lasso zu fangen, aber das hat nicht wirklich geklappt. Ihr seht ja, es sieht aus eigentlich wie eine Hyäne, sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe mir es viel hässlicher vorgestellt damals. Und ja, da versuche ich drüber zu springen, klappt natürlich nicht ganz. Und da, schaut es euch an. Kopfschuss, aber es stirbt nicht, ja, man braucht ein paar Schüsse mehr. Und ich wollte den Kampf auf jeden Fall so fair wie es geht behandeln. Und da habe ich natürlich ein paar Mal auf ihn drauf geschossen. Es ist meine Pflicht gewesen, das zu tun. Und da habe ich gedacht, es wäre tot, aber es lebte leider noch. Und ja, da hat es uns schwer angehittet. Und da, jetzt schaut es euch an, Tierquälerei. Tierquälerei, liebe Leute, das war Tierquälerei. Ja, und damit haben wir den untoten Jäger legendär abgeschlossen. Super Dingsbums, eine Trophäe haben wir auf jeden Fall erhalten. Ich finde, da hätte man auf jeden Fall eine Silbertrophäe verdienen können. Also ich finde, Bronze für so eine schwere Herausforderung ist wirklich unter aller Sau, oder? Also ja, und hier habe ich es mir nochmal in aller Ruhe angeguckt. Da sieht man auf jeden Fall, dass es wie eine Hyäne auf jeden Fall aussieht. Und das Chupacabra soll es ja auch wirklich auf jeden Fall auch in echt geben. Ja, das Chupacabra gibt es auch wohl in echt. Ne? Aber das behaupten eigentlich nur Idioten, denn es wurden schon öfters am Strand oder so in dieser Nähe da solche Viecher gefunden. Aber oftmals waren es einfach nur so gehäutete Hunde und sowas. Also da sollte man auf jeden Fall nicht den Leuten glauben. Und hier haben wir noch das entbuggte Pferd. Ja, ein sehr buggiges Pferd. Ja, warum denn nicht, ne? Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.